Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Haare, denn wie wir vielleicht sehen können, sind die schon wieder anders. Und ja, ich habe Extensions drin, ganz lange. Und hab eine neue Farbe und diese nette Strähne, die mich nicht mag und deshalb immer in meinem Gesicht hängt. Und ja, ich würde sagen, ich erzähle euch erstmal, was ich für Extensions habe, weil ich habe nicht, wie sonst immer, Fashion Extensions, weil die, wo ich das bestellt habe, noch bei VP Fashion keine Tape Extensions angeboten haben und ich unbedingt mal Tape Extensions ausprobieren wollte. Ich versuche jetzt mal zu zeigen, wie Tape Extensions aussehen. Oh, zoom, das zoomt nicht. Jetzt zoomt es. So, seht ihr das? Hier kann man das sehen. Hier, dieses, das etwas hier. Das ist so ein Sandwich Club Dingsbums. Rip. So. Also das sind so eine, ja, quasi so ähnlich wie Glue-In-Extension, sodass ihr keine Wefts einklebt, sondern wirklich so ganz dünne Platten, die halt mit so einem Klebeband versehen sind und deshalb so aneinander klappen, so mit Sandwich und dazwischen sind halt eure Haare. Und ja, diesmal habe ich die Extensions von Rubin Extensions. Und zwar bin ich auf den Shop gestoßen über eine Abonnentin von mir. Also ich weiß, dass sie mich abonniert, weil sie öfter mal bei mir kommentiert. Und ich habe sie auch schon mal getroffen und dies ist eine sehr nette junge Dame. Und da bin ich auf die Idee gekommen, also habe mir halt Tape Extensions gesucht, habe das Video von ihr gefunden und dachte mir so, ja, guckst du dir mal an. Und ich fand, dass es sehr gut klang und habe dann nach dem Shop angeschrieben, ob sie Interesse hätten, dass ich ihre Extensions benutze und habe freundlicherweise 200 Gramm Extensions zur Verfügung gestellt bekommen. Also kostenlos geschickt bekommen und die sind ultra teuer. Also sie kosten normalerweise, die so viel wie ich jetzt habe, kosten 500 Euro. Also, weil das diese Premium-Line ist und ja, das ist glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist das russisches Echthaar oder so. Auf jeden Fall ist es, also auf jeden Fall Remi-Echthaar und besonders sehr, sehr hochwertiges Echthaar. Deshalb ist es auch so teuer. So, und alle die Dinger kommen halt in so einem verpackten Haarnetz und in diesem Haarnetz, das ist dann in dieser Verpackung drin, in der blauen, und diese Verpackung ist dann nochmal in dieser Verpackung. Also die sind auf jeden Fall sehr gut geschützt und in jedem einzelnen Set sind, ich glaube es waren 10, ja doch, 10 doppelte Paare, also insgesamt 20 Klebchen, die immer übereinander klebt, also dann 10. Und das sind jeweils 50 Gramm und die Länge ist 56 cm. Und ja, deshalb, ich habe halt 200 Gramm gebraucht, weil das ist, ihr seht ja, es ist halt wirklich so, sind die halt echt schön und voll. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem Set oder mit zwei Sets hinkommt. Zwei Sets, außer man möchte die nur verdichten und nicht verlängern, dann ist natürlich ein und zwei Sets trotzdem total okay. Aber ja, deswegen ist das halt der einzige Minuspunkt an den Extensions, den ich bis jetzt gefunden habe, dass sie halt wirklich sehr, sehr teuer sind. Und ich muss zugeben, ich hätte sie mir auch selbst für den Preis nicht gekauft, weil ich da einfach zu geizig zu bin. Aber ich wollte halt unbedingt Tape Extensions ausprobieren und bis jetzt bin ich auch mega zufrieden mit denen. Ihr werdet gleich das Video sehen. Wir haben die eingeklebt und danach haben wir die gefärbt. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier ganz verschiedene Farben drin. Wir haben hier so ein bisschen dunkelgrün, ein bisschen helleres Grün, ein bisschen Blau haben wir drin, dann haben wir Pink drin und Lila und alles. Es ist einfach so bunt und fröhlich. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und ich zeige euch das jetzt, wie wir das machen.
Ja, und mit mir, mit wir, wie ihr gesehen habt, meine ich mich und Pia, beziehungsweise hauptsächlich Pia. Ich habe nur schön rumgesessen und nichts getan. Und das Coole an den Tape Extensions ist halt echt, dass ihr die einkleben könnt und danach mit Directions, also ohne Spülung gemischte Directions, wenn ihr die Spülung reinmischt, wird es wahrscheinlich gelöst, weil Spülung sollte an die Tapes nicht rankommen. Ja, dann könnt ihr die halt einfach vorher einkleben und danach färben. Und dann ist das super, weil ihr auf jeden Fall, wie ihr oben gesehen habt, sieht man das von weitem halt echt nicht so gut, weil das halt so ein bisschen die Farbe angenommen hat. Normal wäre das wahrscheinlich noch einfacher, nur wir haben halt dieses Ebony mit Blau gemischt und deshalb hat es hauptsächlich das Blau angenommen. Aber es ist trotzdem super versteckt, dafür, dass es sonst blond war. Ja, aber ich würde sagen, Näheres, wenn ihr Bock habt auf so ein richtiges Video nur über Tape Extensions und wie man das macht, dann wie man damit umgeht, wie man die pflegt und was da besonders ist und so, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, dann mache ich das nochmal. Aber das ist jetzt erstmal nur für die Farbe und ja. Farbe, ich finde Farbe sehr schön. Wunderschön, wunderschön. Ich hoffe, dass sie euch auch gefällt und dass euch das Video gefallen hat. Ich habe es extra etwas kürzer gehalten, so gut es ging. Dafür habe ich jetzt hier viel gelabert. Ich hoffe, dass es euch nicht zu lang war und ja. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Ich finde es mal was ganz anderes. Mit so vielen Farben in meinen Haaren hatte ich noch nie, glaube ich. Also nein, ich glaube, das hatte ich noch nie. Und ich finde, das passt so super zum Herbst irgendwie. Das ist so super so, wow, der Herbst kann kommen. Es ist so schön gelb alles und ich passe dazu super mit meinen Farben. Finde ich so, ja. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, passt sehr gut auf euch auf. Schreibt mir gerne, was ihr dazu meint und ob ich euch ein Tape Extensions Info, Video und so machen soll. Zu den Extensions an sich, wie toll die sind von der Qualität, wie gut die sind, wie lange die halten und so, sage ich euch dann in einem Monat oder 2 Monaten nochmal was, weil am Anfang kann man das halt immer nicht sagen. Also die sind alle super schön und super auf einer Länge und total toll, da kann man nicht meckern. Aber man weiß halt nicht, wie sie sich verhalten, wenn man sie lange wäscht. Da gebe ich euch gerne noch ein Feedback dazu und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao!